Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Bestechlich. Heute komme ich mal wieder mit ein paar Tipps an euch ran. Ich hoffe, damit könnt ihr ein bisschen eure Arbeit verbessern. Ja, vielleicht hilft, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Trick noch nicht. Deshalb, schauen wir uns mal die ganzen Sachen an, die ich da so vorbereitet habe. Punkt Nummer 1 wäre, desto größer die Magnum, desto weicher die Schattierung. So, hier seht ihr ganz gut einmal eine 5er Magnum von Cheyenne und einmal eine 49er Magnum von Quadron. Ja, die 49er ist jetzt vielleicht nicht das Maß aller Dinge, ja, also die würde ich jetzt nicht unbedingt bei allen Sachen verwenden. Aber ich will mal so sagen, ich persönlich nutze fast bei allen Tattoos entweder eine, ich sag mal, bei kleinen Sachen eine 11er Magnum, bei normalen großen Tattoos irgendwie eine 15er für kleine Sachen in dem großen Tattoo. Und eine 23er für alles andere. Manchmal auch eine 27er, switcht manchmal, je nachdem, was ich gerade bestellt bekomme. Aber so um den Dreh, sag ich mal, könnt ihr euch das vorstellen. Ja, desto größer natürlich die ganze Auflagefläche, desto sanfter geht eigentlich die Nadel in die Haut, weil der Hautwiderstand natürlich anders wieder durchbrochen wird, als wie mit einer Nadel, wo die Maschine weniger für tun muss, damit sie in die Haut einschlägt. Tipp Nummer 2. Kleine Areale in eurem Tattoo, ja, die könnt ihr füllen und zwar mit... Genau, einer Liner. Ja, da würde ich gar nicht erst versuchen, mit einer Round Shader oder mit einer Magnum irgendwie reinzukommen oder sowas, dass ihr dann irgendwie im Prinzip über eure Linie, die ihr habt, dann drüber geht oder sonst was, habt dann irgendwie einen Fehler im Tattoo. Also lieber eine kleine Liner wählen, 3er, 5er, 7er, irgendwie sowas in dem Bereich und damit dann die kleine Fläche ausfüllen. Und wenn wir gerade beim Color Packing sind, kommen wir auch zu den nächsten Tipps. Und das sind einige im Bereich Color Packing. Egal, ob ihr jetzt nun Kreise zieht, ja, also ich habe ja schon mal erklärt, dass ich gern hingehe und benutze dann nicht mein Handgelenk beim Color Packing, sondern ich benutze meinen Ellenbogen. Ja, und das ist unabhängig davon, ob ihr dann kleine Kreise damit zieht oder ob ihr pendelt. Ja, wenn ihr pendelt, hin und her oder ob ihr, wie gesagt, Kreise zieht. Wichtig ist immer, also für mich jetzt, für meinen Arbeitsrhythmus und all sowas, ich bleibe etwa 5 bis 6 Sekunden maximal an einer Stelle und wandere dann zur nächsten Stelle. Und damit ist meistens immer alles gut gefüllt. Das Ganze mache ich dann in der Regel so bei zwischen 7 und 8 Volt. Das ist natürlich davon abhängig, welche Maschine ihr habt, wie viel Hitze die Sekunde dann letztlich bei 7 bis 8 Volt auftauchen. Nächster Tipp wäre, ein größerer Hub bringt natürlich den besseren Hit. Das hilft euch beim Color Packing natürlich auch sehr. Ja, also wenn ihr jetzt natürlich irgendwie einen 3 mm Hub habt, dann werdet ihr dem Color Packing nicht so zufrieden sein, als wie wenn ihr jetzt von mir aus eine 4 oder 4,5 oder vielleicht sogar manch von euch, deshalb mit Vorsicht gießen, 5er Hub ist schon ein ordentlicher Hit, auch mit einem 5-0er kann man da besser Color Packing machen, als wie mit einer 3-0er. So, den Umkehrschluss vorhin zu meinem Tipp, mit dem Schattieren, mit der größeren Mac, da ist es natürlich genau umgekehrt. Ja, also desto kleinere Magnum ihr euch dann nimmt, sag ich mal, desto besser füllt ihr Farbe. Ich nehme in der Regel zum Farbfüllen eine 7 oder, ja, ich sag mal, meistens eine 9er, ab und zu mal eine 7er, je nachdem wie groß das Tattoo ist, irgendwo zwischen 7 und 9er Magnum nämlich, um Color Packing zu machen. Und wenn es wirklich ganz kleine Areale sind, dann greife ich zu einer 15er oder zu einer 18er Round Shader. Und wenn es noch kleinere Areale sind, dann, wie vorhin im Tipp gesagt, wird es dann halt eine Liner. Ne? 3er, 5er, 7er, 9er, je nachdem. Der nächste Tipp, den ich euch geben möchte, ist natürlich noch der Farbverlauf. Gerade beim Color Packing eine ganz wichtige Sache. Ja, also ich gehe meistens hin, nehme meinen Grundfarbton. Nehmen wir dazu einfach mal dieses als Beispiel. Nehmen wir als Beispiel einfach mal dieses Cobalt Blue von Viking Ink. Ja, also das ist ein relativ dunkler Blauton. Mit dem würde ich anfangen in der dunkelsten Ecke, die ich haben möchte. Und dann dippe ich, nachdem ich das Blau aufgenommen habe, in Weiß rein. Ja, und hell damit den Grundfarbton, also dieses Blau, auf und gehe damit in die nächste Ebene. Ja, und das mache ich dann immer vermehrt, ja, bis ich vielleicht den nächst helleren Farbton habe. Was dann vielleicht so aussieht. Ja, hier seht ihr das. Also hier haben wir nochmal das Azurblau von Viking Ink, dann ist hier Baby Blue und wir haben hier Mint. Ja, das ist dann, klar, wenn ich im nächsten Farbton schon drin bin, dann brauche ich natürlich nicht mehr mit Weiß dippen. So, das war's dann hier mit dem kleinen Video schon wieder. Ich hoffe, die kleinen Tipps zum Thema Color Packing und auch, ich sag mal, minimal noch Schattieren haben wir auch angesprochen, helfen euch ein wenig weiter in eurem ganzen Arbeitsabfluss,
Arbeitsabfluss? Nur ein Gab. Ich geh kaputt. In eurem Arbeitsablauf. In eurem Arbeitsablauf. Contenance. Ich versuche nochmal. Ich hoffe, diese ganzen Tipps konnten euch ein wenig helfen. Ich hoffe, die ganzen Tipps konnten euch ein wenig helfen. Ich hoffe, in eurem Arbeitsablauf. Leck mir am Arsch. Ich bin raus. Leute, ihr wisst ja, was ich sagen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video vielleicht. Haut rein, bis zum nächsten. Ciao.